Wir gehen ins React. Stream Clips Germany. Ich muss jetzt ja wieder irgendwas machen. Hallo YouTube. Zu groß. Das ist, was eure Mutter gesagt hat. Wir fangen an mit Stream Clips Germany, Folge 278. Oh, mal sehen. War ich so groß? War ich so groß? Ja, irgendwie. Okay, let's go! Herzlich willkommen zu Stream Clips Germany. Warte kurz, ich muss kurz mal was nachgucken. Give me a moment, please. Give me a moment. Jetzt. Sorry, Leute, ich musste kurz was nachgucken. So. Herzlich willkommen zu Stream Clips Germany. Oh, voll die gute Stimme. Den Format mit den Formaten. Wisst ihr, ganz oft finde ich ja so diesen Anfangsclip unangenehm. Wenn so Leute einfach, ne, weil es ist natürlich immer geforst, wenn du ein Intro machst für SCG, weil du in SCG reinkommen willst. Aber das finde ich ist ein sehr sympathisches, sehr. Das finde ich einfach nett mit anzusehen. Ich mochte das. Ja, doch, jetzt geht's. Ja, hat uns alle weitergemacht. Ich habe so lange kein Fall Guys mehr gespielt. Und das heißt jetzt nicht, dass ich es vermisse. Ich finde es gut, dass ich so lange kein Fall Guys mehr gespielt habe. Weil das Spiel konnte einen schon echt aufregen. Und es war halt gar nicht so geil. Ich habe auch lange keine Among Us mehr gespielt. Und ich bin ehrlich, ich vermisse es nicht. Among Us war eine Phase, es war schön, dass es da gewesen ist. Aber es musste auch nicht, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es war ganz cool, aber... Ja, und ich bin so schlecht drin. Ja, ich werde auch nicht, weiß ich nicht, ich war immer so, nein, ich habe nie gewonnen, ich habe nie die Krone gekriegt. Da ist unten ist nix. Das ist nur oben. Aber wie soll ich das zeigen? Muss ich so? Oh! 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 Nix. Das ist nur oben. Augen zu! Ich mit eurer also eure Mutter letzte Nacht. Aber wie soll ich das zeigen? Muss ich so? Oh! 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 Uff! Oh! Oh! Alter! Puh. Oh! Das war knapp! Wisst ihr, weil ich mit eurer Mutter Sex hatte? Ich mit deiner Mutter letzte Nacht. Oh, und eine Reverse Card. Ich liebe es, übrigens diese Jokes zu machen bei SCG, so Clips zu nehmen und einfach irgendwas dazu sagen zu den Geräuschen, die sie machen. Das ist irgendwie meine Lieblingsart von Jokes für SCG. Müssen da machen. Bediene das ab. Oh, Mimi habe ich auch getroffen. Mimi war so, hi, du hast mich mal geradet. Ich war so, ja, ich weiß. Ich weiß, wer du bist. War voll lieb. Flussgerät. Ja, hab ich doch. Also, hallo? Ona? Ja, okay. Das heißt, hier müssen wir Handtücher einräumen. Oh, Bathhouse war so gut. Ich hoffe, dass bald ein neues Spiel rauskommt von Chillersaat. Bathhouse, ich fand das neue Bathhouse so nice einfach, weil alle Gäste Wichser waren. Oh Gott! Meine Fresse! Was war jetzt habe ich Ona? Ja, okay. Das heißt, hier müssen wir Handtücher einräumen. Oh Gott! Meine Fresse! Ich hab gepupst. Lauter Schreck habe ich gepupst. Kann man sich wirklich einscheißen, wenn man Angst hat? Du redest wie ein Wichter. Was ist das für eine geile Beleidigung? Was ist das, wo du hingehst? Du redest wie ein Wicht. Mein Kumpel Anu nennt mich manchmal Smooth Skin, weil das ist die Beleidigung, die Ghule in Fallout sagen zu normalen Leuten, weil die glatte Haut haben. Und dann nimm ich einfach Smooth Skin. Du redest wie ein Wicht. Ich habe noch nie mich eingeschissen vor Angst. Ich würde das gerne mal wissen, wie es ist. Ja. Kriegen wir den Eimer runter, ohne dass wir ihn ausschütten?
Da könnten wir jetzt Wetten drauf annehmen. Wie will sie live ergehen? Sie kann einfach Leiter ohne Halt? Was? Ah, easy. Oh, ist, ja. Aua. Ach so, das ist der normale Drauger. Ja. Okay. Das ist der normale, ja, ja. Kennt ihr, also in früheren Religionen haben wir auch immer dieses Lied gesungen, so I love Jesus, deep down in my heart, I love Jesus. Und ich dachte früher immer, weil ich noch nicht wirklich Englisch konnte, dass wir singen, ich liebe Käse, eingedippt in mein Herz. Ich war der festen Überzeugung, dass wir im Religionsunterricht über Käse gesungen haben. Wie, ich weiß gar nicht, was wir immer gesungen haben. Ich weiß es halt nur die Lieder im Konfa-Unterricht. Im Konfa-Unterricht hatten wir gesungen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Wie ging das andere Lied? Zeig uns den Weg. Mag die Krankheit bedrohen dein Leben. Mag die Krankheit bedrohen dein Leben. Mag Gewalt und Krieg sie auch erheben. Jesus, will dein Held wieder sein. Immer auf Gott zu vertrauen. Das war das Lied. Ja. Mag es vielen auch töricht scheinen, weil sie Gott und sein Wort verneinen. Mag der Teufel zu siegen scheinen, soll dies deine Lösung sein. Immer auf Gott zu vertrauen. Das ist der beste Weg. Das haben wir viel gesungen. Carsten Blume, danke für den Zap, vielen lieben Dank. Und Emsa, danke für 5 Monate. Einen schönen guten Abend alle zusammen. Wieso singt ihr denn, Redi? Wir haben richtig viel gesungen. Wir haben richtig, richtig viel gesungen und halt auch ganz, ganz viel im Konfirmationsunterricht. Im Konfirmationsunterricht haben wir richtig viel gesungen. Macht man in der Schweiz Konfirmationsunterricht oder macht man da auch Kommunion? Kathi, bist du katholisch oder bist du evangelisch? Oder gar nichts? Oder irgendeine andere Religion? Ja. Also Noemi, bist du katholisch oder bist du evangelisch? Weil in Süddeutschland ist es ja katholisch, ich bin orthodox. Von orthodox habe ich ja gar... Wodurch... Bist du gläubig, Kathi? Wodurch macht sich das... Noemi, bist du auch orthodox? Was bin ich? Religion. Katholisch, glaube ich. Laudato si, omnio signore, laudato si, omnio signore, laudato si, omnio signore, laudato si. Das Lied kann ich auch noch. Genauso wie Gloria in excelsis Deo. Das kenne ich auch noch. Voll Scientology-Vibes bei den Songs. Gib mal Geld, da bist du auch gerettet. Wodurch macht sich, zeigt, also was ist orthodox? Wo ist der Unterschied bei orthodox zu, was gibt's außer katholisch? Evangelisch, also protestantisch und scheinbar orthodox. Stop it, get some help. Hey, ich kann halt noch die Lieder. Serbisch, orthodox und da kann man im Chor auch gut singen, lauter. Ja, es gibt ja viel. Wir hatten nur Sprachunterricht, wo wir Serbisch lernen mussten und dort war auch Religionsunterricht. Ah. Orthodox ist ein bisschen strenger und feiern andere Feste. Seid ihr, Theo, Kathi, seid ihr gläubig? Also wirklich oder nicht? Also wir haben mehrere Propheten. Mehrere außer Jesus? Jesus, ohe, Jesus, ohe, Jesus, ohe, du bist wunderbar. Ich liebe dieses Lied. Achso, nee. Und unsere Kirchen sind wunderschön. Ich habe in meiner Heimatstadt eine Kirche, die ist richtig schön. Weiter, also, gute Nacht, Sora, gute Nacht. Nicht streng, aber ich mag die Feiertage verständlich. Okay, hören wir weiter. Ich lass mich immer ablenken. Bro, ich muss gucken. Hey, wer ist denn der hübsche Mann dort?
Wo mache ich das? Ich würde mir einen Blasen. Nee, würde ich nicht. Ich würde mir actually keinen blasen. Weil am Ende, wenn ich mir selbst einen blasen würde, würde ich am Ende des Tages für mich persönlich nur einen Schwanz im Mund haben. Davon habe ich ja nichts. Ich spüre das ja nicht. Ich glaube, selbst wenn ich es spüren würde, würde ich eher spüren, dass ich einen Schwanz lutsche, als dass ich es geil finde. Enemy spotted. Ne? Deswegen nicht blasen, nur lecken. Nee. Ich würde mich auch nicht küssen. Ich will mich gar nicht küssen. Das fände ich unangenehm. Ich muss mich gar nicht anfassen. Kann ich so schon machen. Das ist okay. Aber wenn ich noch ein anderes... Ich würde mich... Nee, finde ich irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Ich mag mich, so ist nicht. Aber wir brauchen... Wir haben eine Grenze. Mach doch jetzt. Nee, mach ich nicht. Kurz gucken, da ist irgend so ein Insekt reingeflogen. Oh, ist das ekelhaft. Warte mal. Der Clip. Ich weiß, welcher Clip es ist. Okay. Mal ganz kurz. Na los. Frag sie nach dem Date. Sag ihr, was du empfindest. Ich meine, das Schlimmste, was sie sagen kann, ist nein. Was bist du denn? Was ist das? Mein Clip mag ich, bin ich, finde mich witzig. Aber ich fand gerade schön. Trupp Dreusen hat den Chat geschrieben, ich würde mich selber von hinten nehmen, wenn ich könnte. Und danach, okay, das war too much. So bei Tinder schreiben, ich würde mich selbst von hinten nehmen. Das war jetzt bestimmt wieder too much, oder? Das finde ich einfach nur nice. Ah, das war jetzt too much, oder? Sorry, Leute. Ja, den Clip von mir mochte ich auch. Ich finde, ich bin schon ein ganz lustiges Kerlchen. Ja. Was ist das? Warum ist das rot? Hat man das in der Cam gesehen? Was ist das? Hä, was ist das? Warum ist das rot? Was ist das? Desinfektionsgel, warum ist das rot? Warum brauchst du die Desinfektionsgel in ihrem eigenen Zimmer? Das ist Sirup. Ja, das ist Sirup. Anni, schreibst du einfach, was dir in den Kopf kommt? Desinfektionsgel. Sirup. Kann jemand nochmal Anni timeouten? Ist das möglich? Da kam mir die 79 voll. Von den Timeouts. Wieso soll ich die Hände mit Sirup einreiben? Ja, das macht auch keinen Sinn, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem. Käsecreme. Hat man das in der Cam gesehen? Ich soll es wahrscheinlich probieren. Das kann ich mir vorstellen. Der hat ein Herz drauf, weil er mit... Die da oben, rechts, links, oben links, so eine wundervolle Person, so süß, so wundervoll, na. Ich habe rausgefunden, bin, glaube ich, evangelisch, weil immer das katholisch. Nomi, es freut mich, dass du heute Dinge über dich herausfindest, das freut mich sehr. Aber die da oben, wundervoller Mensch, wundervoller Mensch. Leute, darf ich das leaken? Ich leak das jetzt, okay? Ich leak das jetzt, ob Raz das will oder nicht. Vielleicht hasst mich Raz danach. Ich habe jetzt Raz' Nummer, nur um euch neidisch zu machen. Ich habe von Raz die Nummer und ich habe die erste Nachricht, die ich von ihm gekriegt habe, war eine Sprachnachricht. Ich lasse euch mal kurz reinhören in die Sprachnachricht, die ich von Raz bekommen habe. Hallo und herzlich willkommen, liebes neues Pokémon Sex Club Mitglied. Wir möchten Sie hiermit herzlich begrüßen als neues Mitglied in der Premium-Klasse. Im Folgenden können sich drei Pokémon aussuchen, die wir Ihnen ausstopfen und mitsamt einer 3 Liter Kanisterdose voller Gleitgel zu Ihnen nach Hause schicken. Na, es geht noch ein Ticken weiter so. Und danach kam diese Nachricht. Ich hoffe echt, dass das die richtige Nummer ist. Wenn das nicht die richtige Nummer ist, ich bin ein völlig normaler Mensch, bitte rufen Sie nicht die Polizei. Vielen Dank. Oh Gott, ich liebe Raz. Er ist so ein toller Mensch, so ein wundervoller Mensch.
Welches hast du gewählt? Ich durfte ja 3 Pokémon aussuchen. Ich habe gewählt Nasknet, Knuffenser und Jurob. Geile Stimme. Raz hat so eine gute Stimme. Holy shit. Wenn Raz mit mir redet, dann ziehen sich meine Klamotten automatisch aus. Das ist insane. Raz redet mit mir und ich muss sie mal festhalten, weil sie von meinem Körper fliegen wollen. Liebe gemacht ist und Liebe möchte man mit anderen Leuten teilen. Ah, die Kabel. Bist du in dein Auge rein? Also, passiert jedem halt beim ersten Mal, ne? Manchmal schießt man am Ziel vorbei. Szene Cap. Christoph macht wieder dumme Sachen. Christoph reactet seit Jahren, aber kommt nicht auf die Idee. Wie oft mache ich das? Drauf, weil er mit Liebe gemacht ist und Liebe möchte man mit anderen Leuten teilen. Ich sag's noch mal. Passiert jedem mal. Manchmal schießt man am Ziel vorbei. Die Kabel. Bist du in dein Auge rein? Aber. Als ob, das wollte ich nicht. Ich wollte dir eigentlich mein Liebe geben. Manchmal geht Liebe ins Auge. Leider, wir verstehen uns. Es geht um Wichse. Falte, ich brauch die andere Farbe. Aber das okay, jetzt kommt das andere. Er schießt sie einfach. Oh mein Gott, was machst du? Du kannst nicht mal aimen. Guck mal, du schießt so scheiße. Oh mein Gott. Für dich hat's gereicht. Das Spiel sieht geil aus. Ich weiß nicht, ob es geil ist, aber es sieht an sich geil aus. Das sind Sterne und der Himmel, Chat. Jetzt. Ich habe eine Erklärung dafür, warum ich das jetzt schreibe. Es sind Sterne. Mario Galaxy. Und der Himmel. Und der Himmel ist ja theoretisch wie so ein Feld. Also ist es Starfield. Okay, dann ist es wahrscheinlich Starfield. Bei diesem Spiel bin ich so schlecht, weil ich kenne keine Games. Ich kenne nichts. Weil ich spiele nicht. Ich habe ein Leben, okay? Ich habe keine Zeit für Videospiele. Leute, wir haben heute einen tatsächlich sehr themenbasierten Stream, weil ich Videos von euch genommen habe. Und das große Thema nach SCG ist heute Essen. Deswegen haben wir viele Food-Sachen an Videos. Zum Beispiel als erstes 8000 Gäste XXL-Buffet. Dann haben wir alles Essen auf dem Mittelalter-Festival. Und dann nimmst du eine kurze Kurve an, aber es geht trotzdem weiter ums Essen. Ich treffe einen echten Kannibalen in Indien. Wast? Warum steht da Wast-Chat? Heißt der... Oh, ich muss mir das sehen. Warum steht da Wast? Gronkh, meine Frau ist schwanger. Ich freue mich so sehr. Gern geschehen. Nein, war ein Witz. Glückwunsch, wollte ich sagen. Glückwunsch. Warum zieht Erik denn zurück? Erst nicht rausziehen, aber dann zurückziehen. Du musst das Ding doch gegen die Wand fahren. Erik, geh als nächstes auf Mutter. Sehr gut. Ich finde das so wild, dass man Leuten sagt, dass man schwanger ist, das verstehe ich noch, aber dass man sagt, teilweise, wir versuchen, ein Kind zu kriegen. Es ist halt wirklich einfach nur dieses, wir ficken viel. Er spritzt in mich. Aber das ist Sex. Irgendwie, weißt du, ich will das sowieso, weißt du, wenn jemand mir sagt, ey, ich ficke, dann bin ich so, Bruder, nice. Aber wenn jemand so sagt, ich versuche ein Kind zu kriegen, dann ist es so, alright. Das ist halt ein Unterschied irgendwie, für mich. Und du gehst sofort wieder runter. Ich hab die Schnauze voll. Sofort, Liz. Nein, Liz, ich... Kennt ihr das, wenn eure feste Freundin Liz nachts horny ist, aber ihr so gar keinen Bock habt, weil ihr schlafen müsst? Und du gehst sofort wieder runter. Ich hab die Schnauze voll. Sofort. Liz. Nein, Liz, ich mach kein... Nein! Nein! Nein, nicht in die Farbe! Oh Gott! Oh, oh Gott!
Gott! Oh Gott, bist du denn des Teufels? Abseits von der Farbe hat's gut geklappt. Nein! Komm! Abmarsch! Raus, 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 raus! Nein! Nein, Liz! Oh Gott! Wenn mir das heute in die Ohren fliegt, ich habe echt Angst davor, dann werdet ihr es also mitbekommen. Mund drauf, Tornado weg. Oh, ich hasse dieses Klopfen. Ich wollte dir was Süßes sehen. Oh, der ist voll weggepennt. Guck das an. Ganz selten schläft Yuki auch in meinem Arm ein. Dann halte ich sie so auf dem Arm und sie so. Oh Gott. Die sieht so fett aus, aber positives Fett. Euch an. Mirko, cool, danke schön für 10 Monate, ich danke dir. Das hast du Menka noch nie gemacht? Jedes Mal wieder ein Genuss. Aber das Quietschen vom Mikrofonhalter triggert mich nach wie vor. Donis Katsura. Welches Quietschen? Ich höre kein Quietschen. Warum ist die Mikrofon am so? Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten! Das darf nicht Hazel! Sein. Jemand hat das Tor aufgelassen! Hazel! Muah. Hazel, wie geht's dir? Dankeschön für den Raid. Einen wundervollen wünsche ich Hazels Community. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem... Hallo? Na? War der Stream wieder alles gut? Hol dir bitte auch eine Katze irgendwann. Ich bin leicht allergisch, glaube ich, gegen Katzen. Ich weiß es nicht. Nur ein bisschen. Leute, wenn ihr oben aufs Herz klickt, könnt ihr Hazel folgen, lohnt sich. Wundervoller Mensch, wundervolle Streamerin, durfte sie privat treffen, war schön. Ich habe eine Kerze gemacht. Oh! Wie ich sehe, machen wir wieder Therapiearbeit. Anti-Aggressionstraining bei Hazel. Chat! Heute ist nicht so mein Tag, wir machen eine Kerze! Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Wie du sehen kannst, gucken wir gerade Streamclips Germany. Ja, mehr habe ich tatsächlich nicht zu erzählen. Machen wir weiter. Aber Dankeschön. Hey, das ist auch so eine wundervolle Person. Freue mich drauf, wenn wir mal was machen. Sie hat das halt, glaube ich, falsch eingestellt, weil, ich meine, sie hat einen anderen Mikroarm als ich, aber meiner macht halt gar keine Geräusche. Aber als ich den Mikroarm das erste Mal gekriegt habe, hatte der irgendeinen Fehler. Und dann wollte ich den Mikroarm bewegen und dann hat er aber geschliffen, weil da ist so ein Ding drin, das war draußen. Und dann hat er bei jeder Bewegung und es hat richtig Abrieb. Da war richtig so, der Lack von dem Ding ist unten abgerieselt. Ich guck das so an und war so, das kann nicht richtig sein. Die habe ich zurückgeschickt. Das war notwendig. Das wäre mir irgendwann, glaube ich, gerissen alles. Weiß nicht, was du meinst. Die Leute sind sackig auf mich dann. Die kommen rein, sind so... Wo sind denn eure Playstations? Ja, die sind ausverkauft. Die sind sackig? Ich kenne den Begriff sackig gar nicht. Auf mich dann. Boah, die ganzen Herbstsachen mit der Runde, voll cool. Die kommen rein, sind so... Wo sind denn eure Playstations? Ja, die sind ausverkauft. Ja. Loki, sag mal, Schall, sag mal, bist du dumm? Er wollte kuscheln. Yuki macht sowas nicht. Yuki will häufig nicht hochgenommen werden, sie will einfach nur kraulen. Da bist du ja gar nicht weit weg. Ich mach das so nicht. Ich hab gestern Pfannkuchen gemacht und ich habe einen Pfannkuchen geturnt gekriegt mit einem Flip. Ich habe noch am Herd masturbiert auf mich selbst. Ja, okay. Geil. Oh, das war auf der Polaris. Erinnerung an vor ein paar Tagen. Polaris, es war so arschkalt draußen. Es war so fucking kalt. Ich hoffe, wir sehen uns heute. Ja. Hat mich auch gefreut. Ja. Der Typ hat den Pony gemacht. Ja, hier, hallo. Oh, ist das Poki? Ist das Poki? No.
Geil. Dr. freut sich gerade. Can't be friends, but I'd like to just pretend. Clinging to your papers and then wait until you like me again. Wait for your love, my love, I'll wait for your love. So schön. Ich liebe es immer, wenn da Gesangssachen drin sind. Hätte gern mehr Gesangssachen. Es hat, irgendwann hat der Asche mal gesungen und ich fand es so schön, als Asche gesungen hat und ich finde die Folge SCG nicht mehr, wo Asche gesungen hat. Und in den Stream, der ist ja glaube ich nicht hochgeladen worden, dieser Gesangsstream, aber ich war richtig fasziniert, wie gut Asche singen kann. Ich fand das voll schön mit anzuhören. Wenn irgendjemand von euch weiß, welche Folge SCG das war oder so, wo Asche gesungen hat, schickt die gerne. Das Leckerste ist ja sowieso der Schwanz. Also der schmeckt so süß, der ist so gut. Ich mag das immer so, das Ende zu essen, weil der Arsch ist ein bisschen bitter, aber der Schwanz ist mega lecker. Ich mag halt die Schale nicht so, weil die schmeckt ein bisschen bitterer, finde ich. Oder zumindest nicht so süß wie die Karotte selber. Deshalb schäle ich die Karotte. Und das Leckerste ist ja sowieso der Schwanz. Welche Karotte? Also, was kann man an einer Karotte einen Schwanz nennen? Ist sie das Grünzeug? Ist sie das Grünzeug oben an der Karotte? Isst man das Grünzeug mit? Weißt du, dieses Bugs Bunny, wenn du so eine Karotte aus dem Boden ziehst? Du isst doch das Grünzeug nicht mit, oder ist doch für Hasen? Milchbaum kann auch super schön singen. Gerade haben wir einmal singen gehört. Du isst doch. Das gibst du doch Hasen, oder? Chrissy, welches Lied war das denn, was Asche gesungen hat? Das weiß ich alles nicht mehr. Ich mach heute mal grünen Hintergrund. Guck mal, wie das aussieht. Die haben alle ihren Hintergrund so cool eingerichtet. Guter Hintergrund. Die haben alle ihren Hintergrund so cool eingerichtet und ich als Horror-YouTuber-Streamer mach so gar nichts. Aber ich habe auch keinen Bock mehr. Leute, ist jetzt wieder random. Leute, ich krieg Samstag meine Schlüssel vom Haus. Ich krieg Samstag die Schlüssel vom Haus, wenn alles klappt. Das heißt, ich kann ab bald eine Roomtour euch geben vom Haus, jetzt wo es noch alt aussieht. Ich freue mich drauf. Es wird nicht klappen. Fern auch nicht. Warum schreibst du das? Es wird nicht klappen. Das Orakel hat gesprochen. Es wird nicht klappen. Und dann ganz viele Vorher-Nachher-Bilder machen. Sollte ich echt tun. Es wird richtig alt aussehen erstmal. Es ist Folge 266 bei Minute 13. Warte mal. Stream Clips Germany. Entschuldigung, Leute, dass ich jetzt gerade nachgucken muss. 266. Und dann Minute 13:34. Oh ja, das ist es. Willkommen in der Familie. Sofort in den Creator Launch Discord geschrieben von der Dokumi. Ab den jemand gefunden hat und Gott sei Dank hat ihn Hanna Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag, ich mein das so, wie ich das sag. Ich bin total verwirrt, ich werd verrückt, wenn's heute passiert. So eine schöne Stimme. Oh, Kiki. So eine schöne Stimme. So eine schöne Stimme einfach. Du hast mir die Vollversion geschickt. Dankeschön. Danke, Anni. Niso, Dankeschön, 14 Monate. Dankeschön. Mitte 40. Ja, ich bin 47. Ihr wisst nicht. Dankeschön für den Follow. Na, was geht? Oh, der Käfer. Bitte ist sie nicht die Käfer. Bitte ist Beiß. Bitte nicht. Bitte nicht. Hugo macht Compilations von Twitch auf YouTube. Ey, ich hab auch gestern. Proteine, ja.
Ich meine, ich habe schon sau viele Fliegen gedeepthroated beim Rollerfahren. Ne, passiert. Flutschfinger übrigens absolut overrated. Sorry, wenn ich das sage. Als Kind ist es okay, aber der Finger bricht immer irgendwann ab und hast du so einen Klumpen im Mund. Absolut overrated, gibt so viel geileres Eis. Was geil war früher als Kind, Ed von Schleck. So wie mich eure Mutter nennt. Machen wir mal weiter. Van Marti OnlyFans, ihr fragt das sehr oft, den gibt's doch längst schon, warte. Marti OnlyFans gibt's schon, heißt Sexy Bees. Und der Content, den ihr da erwarten könnt, ist in etwa so der hier. Also wie immer sexualisieren wir Rüdiger gegen seinen Willen, ne? Das also, ne? Chat, würdet ihr? Nicht Marti, ich rede von den Bienen. Sind aber heute überproportional viele deine Mutterwitze. Ich hab sie aufgespart. Hab schon. Ne, also gibt's schon. Ich glaube, ich hol mir jetzt noch mal andere Jacken noch dazu. Weil, das glaub... Alter, du scheiß Arschloch! Wer immer du warst, Alter, gescheißen, Alter, ey! Oh mein Gott, Alter, ey. Oh, ich mag seine taktischen Crocs, die er anhat draußen. Mein Gott, Alter, geh. Oh. Hallo, Dude. Von da sind wir gekommen, ne? Das, dieser, ich muss sagen, mir gefiel letztes Jahr besser, wie die Polaris aussah optisch. Ich nenne sie immer Dokumi. Aber das war die Halle, die sah sehr aus wie letztes Jahr. Die Halle 7 war echt schön. Und hier hinten dieser Block, den ihr hier seht, das war der VIP-VIP-Bereich. Da durften nur die Creator hin, die noch ein extra VIP-Bändchen haben. Und ich bin exakt zweimal dort gewesen und zwar beide Male zum Scheißen. Weil da war ein Klo und da nie jemand dort war, war dort nie jemand auf dem Klo. Das heißt, ich konnte immer dort völlig in Ruhe kacken. Also ich habe mein VIP-VIP-Privileg nur zum Scheißen genutzt und es hat sich gelohnt. Okay, lass uns da lang. Er hat oben auch Milchbomben geschrieben. Also seht jetzt nicht, was der Titel ist, aber ich finde schön, dass Clippy oben auch Milchbomben geschrieben hat. Weißt du, nur wenn ich da rein darf, dann weiß ich jetzt, wo ich kacken gehe. Du, ich zeig dir das dann, Hazel, nächstes Mal. Nächstes Mal akkreditierst du nicht gefällig, sondern zeig ich dir, wo wir scheißen gehen. Mir so leid. Ja, aber ich glaube, das hat Mischbaum auch andersrum mit Jenjan. Okay, wir können auf unserer Liste heute, auf unserem Bingo können wir heute abhaken, Milchbaumwitz. Ne? Sonja wurde gerade Milchbaum genannt. Jenjan mal, also Jen. Verdammt. Und dann eruieren wir erstmal die Lage. Ein Wurf ist ein Versuch. Du musst doch nicht mehrmals werfen. Wir können das war das Event, alle gegen Hamburg, was Pizzit gemacht hat. Erstmal gucken. Warte, ein Wurf ist ein Versuch. Ja. Okay. Ja. Oh. Chris. Lol. Der klebt. Oh. Chris ist halt auch einfach ein Gott, ne? Diesen Joke, dass Chris ein Gott ist, echt gefühlt. Ah ja, das will ich. So war ich gestern, als ich es geschafft habe, den Pfannkuchen zu flippen. Ja, das will ich. Genau so. Ey, das ist der Griff, Leute! Das sagen sie alle! Carmen, danke für 21 Monate. Hallöchen, ihr Lieben. Hallöchen, lieber Chrissy. Hallo, Carmen. Da haben super viele gekocht einfach. Super viele haben einfach gekocht auf der Polaris. Ich weiß gar nicht warum, aber ist nice. Komm, Endspurt jetzt. Endspurt. Komm, Endspurt. Ja! Jetzt bist du natürlich als jemand, der das komplett als Geschicklichkeitsspiel gewertet hat, der Experte darin, wenn es um die Frage geht, sollten wir weiterspielen? Ja. Eine Runde an Euro, das heißt, wir verschleudern hier gerade ungefähr 90 Euro pro Stunde. Ein Euro hat es gekostet, da war ein Greifer, aber ich habe den nicht einmal benutzt. Oh, Stunde gefühlt? So
Ja, also. Ja, doch, machen wir nicht, wenn ich aufpasse. Euro, das heißt, wir verschleudern hier gerade ungefähr 90 Euro pro Stunde gefühlt. Ja, also. Aber es ist doch eine gute Investition. Weiter geht's. Das Ding war ja fast komplett leer. Nein! 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 Was? Was? Dieser Automat funktioniert? Der war so voll, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Boah, der Automat muss richtig gut funktioniert haben. Der war, als ich habe den am ersten Tag gesehen, der war bis oben hin, nicht bis oben hin, also der war gefüllt gut mit Sachen. Und jetzt ist er einfach, der war einfach, oh, ich hätte da rangehen sollen. Ja, wir haben schon, Was ist das für eine komische Stelle, Penis zu rufen gerade? Wer ruft ihr Penis oder denn? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. Therese, ach so, ich hab Penis. Oh. Oh mein Gott. Ich glaube, alle haben Penis. Oh mein Gott. Oh, Ceci. Ceci habe ich auch gesehen. Ich habe leider nicht viel mit Ceci reden können, aber Ceci auch. Auch toll. Toll wie immer. Oh mein Gott, das klingt jetzt sehr schwer, aber ich habe was Haariges zwischen den Beinen. Oh, oh, sorry. Bin ich schon. Ja, sorry. Also bedeutet der Clip, dass Clippy mit dem Kopf zwischen den Beinen von Ceci war? Das ist jetzt die Alternative zum Raz und Liza sind unter meinem Tisch Joke. Ich hab Raz und Liza und Ceci hat Clippy. Mach nochmal. Gar nichts. Da passiert gar nichts. Du hast jetzt einfach einen sehr hässlichen Alterfleck auf deinem. Dein Handtuch. Nee, da passiert gar nichts. Mach Wasser rauf. Da fehlt Wasser. Vielleicht muss Wasser rauf. Oh, warte, der kann. Oh, ja, wow, es funktioniert. Oh! Nicht ganz so krass wie bei ihr, aber geil, cool. Es funktioniert. Okay, I'm in. Okay. Warum sollte das nicht funktionieren? Kamera nach links. Sind wir schon an dem Punkt? Warum sollte das nicht funktionieren, ist die Frage. Also es, rein logisch gesehen macht das Sinn, dass es funktioniert. Wirklich? Ja. Und dann puste ich einfach. Und dann pustest du. Ich habe das Gefühl, Kamera noch nicht links. Durch und dann immer mehr vielleicht. Oh mein Gott, es geht! Es funktioniert, oh mein Gott. Aber wie easy. Muss Chrissy nachmachen? Shit. Nö, ich wasche kein Handtuch, du, für den Joke. Ich hab's genau gesehen, das was unter den Wagen gegangen. Moment, Chat, ich hab Probleme, mein Gummi hat sich gelöst. Wartet, Chat, Moment. Guck mal, das hat sich gelöst, mein Grip, mein Gummi. Wollen wir ihn frei machen? Ja, wir machen ihn frei, komm. Wir sind ja nicht so. So sind wir nicht, komm. Someone save me! Lauf! Ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Hi. Kann ich speichern? Nein! Nein! Das wäre der Moment, wo ich das Spiel ausmache. Das könnte ich nicht. Das wäre mir. Das wäre für mich over. Die Stelle wäre mir zu viel. Ein paar große Windelkartons. Oh, das war nicht so gut. Damn. Wow. Das ist wieder so ein Clip, der mir beweist, warum ich Elden Ring nicht spielen werde. Oh, scheiße, jetzt kommt er hier hin. Ah, wird das wieder so ein Fahrstuhl-Clip? Ah, ja. Irgendwie das Gefühl, die meisten Leute besiegen die Leute mit Fahrstuhl. Ja, ihr bekommt was. Vor allem, da steht streicheln, ne? Aber wir streicheln die gar nicht, wir füttern die. Und das sollte man nicht tun, weil das sind die Waschbären von Toshara. Waschbären sollte man nicht füttern, weil ansonsten, gerade gesehen, kommen immer mehr. Na?
Waschbären sind so süß. Waschbären sind, haben so kleine Hände. Und dann sind sie immer so mit Waschbären, die können auch so greifen. Es gibt so Videos, wo Leute Waschbären als Haustiere haben und dann wollen die geknuddelt werden. Und dann machen die mit den Händchen so und wollen hochgehoben werden. Und das ist so, wo ist ihr kleine Baby? Ich weiß, in Deutschland sollte man Waschbären nicht als Haustier halten, darf man noch nicht, aber Waschbären fucking süß. Kleine Müllpandas. Gesehen? Kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Jetzt steht jemand hinter dir. Nein. Das Spiel war an manchen Stellen echt assi. Bullshit. Hast du die Videos gesehen, wo der Waschbär Zuckerwatte ist? Ja. Ich hab das gesehen, Kathi. Oh, wie er die Zuckerwatte ins Wasser hält. Und dann ist die Zuckerwatte weg und er sucht seine Zuckerwatte im Wasser. Also hör mal, das Spiel ist doch vollständig installiert, willst du mich verarschen? Das stimmt doch nicht mal. Kurz Moment. Während man spielt, muss man das Spiel weiter installieren? Wie seltsam ist das denn? Wie unangenehm, so Real-Life-Sachen zusammen mit. Oh, er hat die Maus geworfen. Hey, das bin ich. Warum bin das ich? Unfassbar plötzlich und war. Oh Gott! Oh! Sie hat. Carina hat auf ein Video von mir reagiert. Why? Welches Video ist das? Ich weiß ja nicht, was sie anhaben in welchem Video. Aber schön passend mit der Katze. Passt sehr schön zu dem, was ich gesagt habe. Carina reagiert öfter wie... Oh, wusste ich gar nicht. Das hier wird sie nie hören, aber ganz liebe Grüße an Carina. Gute Nacht, Miss Genevieve. Wenn ich übrigens im Video so wie unfassbar plötzlich oder so sage, was ja eigentlich keinen Sinn macht, weil plötzlich reicht, dann liegt es daran, dass ich während dem Reden nachdenke. Manchmal sage ich richtig sinnlose Worte, die einfach nur etwas noch steigern. Einfach nur, weil ich kurz einen Moment brauche, um nachzudenken, was ich als nächstes sage. Weil ich nehme diese Videos ja One Take auf. Ne? Ich recherchiere nicht zwischendurch weiter oder habe ein Skript. Deswegen muss ich manchmal nachdenken während des Redens. Für euch jetzt Info. Er ist umgefallen. Du sollst nicht die Leichen kaputt hauen. Du sollst die Tür auf... machen. Ich sehe mich da. Ist das nur so ein... Ist das so zum einfach so ein Stoffding oder kann man da seinen Schwanz reinmachen? Es wäre zu kurz... Aber sonst? Warum hat das das? Seht ihr, und ich darf meinen Schwanz nicht aufs Mikro legen während dem Stream. Jung, hier! Junge. Ich hätte gerne einmal... Ich sehe uns im Kochstudio so. Sehr schön. Deiner macht Quietsche, bei mir ist meine einfach drin. Schnecke, danke schön für den Sub. Vielen lieben Dank. Hier zum Special Price das A-Set. Warte, da sind keine Fritten dabei. Ja, dann nehme ich Fritten extra. Ja. Ansonsten sehe ich mich dazu gezwungen, Disziplinarmaßnahmen... in die Wege zu leiten, also... Du kannst gegen mich keine Disziplin... Ist das dein Laden seit wann oder was? Ich wollte dich nur vorher gewarnt haben. Vor wem? Von dir? Wird dieser Laden hier sauber geführt und nicht länger
mit reiner Willkür und mit Gewalt. Was willst du mal? Willst du mich mit deinem Flanellhemd jetzt gleich verprügeln? Ich glaube, es hakt. Toni, ich hatte gehofft, dass es nicht dazu kommt, aber du lässt mir keine andere Wahl. Willkommen in ich könnte jetzt die Polizei rufen. Ich finde schon, dass die Gäste gesagt haben, das habe ich nie gefunden. Aber ich denke, damit komme ich schon ganz alleine klar. Die ist ja huge, die Trinkflasche. Ich habe auch so eine. Also ich habe auch so eine, die sieht sogar actually sehr ähnlich aus, aber ich... Bis zum heutigen Tag habe ich mich gefragt, für welche Zielgruppe war eigentlich dieses Zwischensegment in Pokémon? Who's that Pokémon? Weil es so offensichtlich war. Weil sie an Formen so einfach zu erkennen waren. Ich weiß nun, wer da dran gesessen haben könnte und geschrien haben könnte, Pikachu! Wenn das so ein Kreis war und es offensichtlich ein Smogon war. Who's that? Actually funny. Schön. Es gab noch einen anderen Hinweis, was es halt noch unlustiger gemacht hat. Du hattest dieses Who's that Pokémon in den späteren Staffeln des Animes. Und es war immer das Pokémon, um das es in dieser Folge ging. Weißt du? Du hast einen Trainer kennengelernt. Der Trainer hatte Nocturne. Dann war es Who's that Pokémon. Ja, offensichtlich Nocturne. Ja, das hat irgendwie den Sinn davon noch weiter kaputt gemacht. Pokémon! It's Vamiona. Warte mal, Yuna denkt, Föhn. Wo so? Ich habe das Gefühl, wenn du VTuber bist, dann nimmt dein kognitiver Zustand nach und nach immer weiter ab. Ich habe viel Kontakt mit Kiki und deswegen, ich fühle mich in dieser Meinung auch bestätigt. Und ich glaube, denn der kognitive Zustand, je länger du VTubing machst, desto mehr sinkt. So Wind rausföhnt. Und ich finde aber das Game hier gerade ein bisschen langweilig. Kann man das irgendwie ein bisschen actionreicher gestalten? Schießt dir gleich ein Tier tot? Ja. Du hast gegronkt. Der Umschied, du hast gegronkt. Nice, dass sie es eingebaut haben. Ich hab da nicht drüber nach. Ach Gott. Oho. Warum hat der Sackhaare für Robi, wenn du in das Alter kommst, irgendwann, so wenn sich deine Stimme verändert und so, dann wachsen Haare an Orten, wo vorher keine Haare gewesen sind? Das ist so relativ natürlich. Ey, jetzt mal ganz kurz, ne? Also jetzt ganz kurz. Ich habe eine wichtige Frage. Wie erklärt ihr das, wenn jemand in euer Zimmer kommt und ihr habt das auf dem Stream laufen? Tatsächlich muss ich sagen, es ist häufiger, wenn ich so die Clips sehe von manchen Leuten, auch von mir teilweise, aber es ist häufiger, einfacher, wenn man einfach ein Porno gucken würde. Ich könnte eher erklären, warum ich gerade so einen richtig ekelhaften Porno gucke, als das. Weil wenn ich sowas gucken würde, zudem masturbiere ich ja nicht mal. Wisst ihr, ich gucke das ja wirklich aus Belustigung. Das ist ja das Problem. Ich finde es schwieriger zu erklären, warum ich das lustig finde, als warum ich es geil finden würde. Versteht ihr? Ich meine, wenn da jemand reinkommt, ist so, warum guckst du das? Das ist, also ich mag die Streamerin sehr gerne, Mischbaum, die ist sehr lustig, die macht ja manchmal verrückte Sachen. Das würde viel länger dauern, das zu erklären. Aber wenn jemand zum Beispiel reinkommt und sieht so ein Porno, wie einfach zwei Leute ficken, dann warum guckst du das? Ja, weil ich es geil finde, Junge, was? Das ist, finde ich einfach, masturbieren entschuldigt. Nur bei Jesus Christus, Herr und Erlöser. Daran, woran Noemi und Kathi glauben.
Und Theo? Naja, nun. Wenn ich morgen tot aufwach, weiß ich ja Bescheid. Was? Nichts, Noemi, du warst so ein positives Beispiel. Oder einfach ein Beispiel. Und kein Scheiß, ich habe die Tage wieder angefangen, meine Hebübungen. Ich will ehrlich sein, Leute. Ich will ehrlich sein. Einer der Gründe, manchmal sehe ich so Streamer, die haben dann diesen Viewfinder, ne? Dann wird auf dem Bildschirm angezeigt, wo der Streamer hinguckt. Jedes Mal, bei vielen VTubern, ohne dass ich es absichtlich mache, wandert der Blick als erstes hierhin. Ich mache das nicht absichtlich, das ist natürlich. Aber es ist jedes Mal, und deswegen, ich glaube, ich kann deutsche VTuber anhand der Brüste erkennen. Wenn irgendjemand von euch mal viel Langeweile hat, dann macht gerne für mich auf Teste dich ein Quiz und ich erkenne VTuber an ihren Brüsten. Für meine Schultermuskeln zu machen? Und ich musste umsteigen auf 2 Dosen abgelaufene Kokosmilch, die 400 Milliliter schwer ist, weil ich die Hanteln ohne Gewichte, damit das klar ist, meine Hanteln, ja, sind momentan nur Hantelstangen. Die Gewichte für die Hanteln sind nicht mal dran. Nur diese Stangen sind jetzt wieder zu schwer für mich. Ich muss auch mal wieder anfangen zu trainieren. Es ist halt irgendwie echt schwer so, du hast finde ich, teilweise einen schnellen Verlust an Kraft. Ich kann immer noch viel heben, aber es lässt nach, oft, wenn man sagen kann. Ich habe echt lange nicht mehr trainiert, wegen Messen, Erkältung und so. Ich sollte mal wieder anfangen. Ich heute im Gym, nachdem ich 2 Wochen nicht mehr dort war. Ja, es ist halt, ne? Es ist echt hart teilweise, dann wieder anzufangen. Ich muss echt morgen mal wieder. Ich überlege, ob ich Kraftsport mache oder ob ich anfange zu joggen, aber ich hasse beides. It's for you, it's my pizza. Ich verstehe, ich kenne das Spiel nicht. Anna, ich bin Mitarbeiter des Monats, nicht du. Wenn ich mal im Busch durfte, danke. Ich frage mich, ob das rettet oder nicht. Wahrscheinlich hast du die Hitbox immer noch genauso wie sonst. Wunderbar. Ein Problem weniger. Was guckt denn der aus dem Kopf? Ein Buch. Ist das Facebook? Entschuldigung. Ich finde schön, dass aber die oberste Antwort war der Text. Wir müssen reden. So als ob er im Game das aussieht. Der Text da an deinem Gesicht. Wir sollten darüber reden. Kannst du wieder DVD spielen? Ich nicht. Habe auch wieder angefangen, regelmäßig zu tanzen. So nach 2 Jahren. Hab's immer noch drauf. Hazel, wenn du irgendwann Videos hast von Tanzen, ne? Sag Bescheid. Was war das für ein Nieser? Ich mache tatsächlich so ein richtiges Hachi. Wenn ich niese, mache ich ein richtiges Hachi-Geräusch. Aber ich will. Das ist so ein richtig krasser Pumper, weißt du, so richtig. Warte kurz. Entschuldigung. Okay, jetzt geht's wieder. Finde ich irgendwie schön, so, wenn ich mir das so vorstelle, jemand, der so richtig krass heftig ist und dann so eine stöhnende Nieser. Oh. Wo ist die Katze? Die hier? Sympathische Lache. Oh, es hängt. Ich hoffe, mein Hosenstall ist zu. Oh, viele Kabel. Nein, er ist nicht zu. Manchmal, wenn ich kacken muss, mache ich on-stream die Hose auf und ihr kriegt es nicht mit, aber dann habe ich keine Hose an.
Also ich habe sie noch an, aber sie ist offen. Ich finde, Hosenstall ist nicht, ne? Das Tor ist offen, doch die Bestie schläft noch. Nein, nicht neuer Versuch! Nein! Nein, ich will das nicht noch! Nein, ich will das auch nicht! Nein! Mann! Ich wollte weitermachen! Ich wollte es nicht noch mal von... Ich habe gehört, Ursula ist irgendwie ein richtig schwacher Gegner dort. Na, schau dir meine Waffen genau an, sonst bist du Grütze. Haha, wer ist damit? Ich habe dir etwas erzählt, was du nicht wusstest, okay? Du weißt sehr viel. Ist ja auch weißer als Zahn, Chat. Nein, 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 nein! Oh Gott! Oh, der hat mich fast an meinem Arsch berührt. Ich hab einen Kopf. So stelle ich es mir vor, wenn du hardcore auf LSD bist. So richtig hardcore drauf. Warte, warum habe ich jetzt... Luna habe ich auch auf der Polaris gesehen. Luna ist auch so lieb. Noch. Was ist das? Das ist so ein Teilentferner, mit dem du Lego-Sachen, die so fest, diese kleinen Teils entfernen kannst. Gute Nacht, Jazz! Wenn du die damit kleine Teile entfernst, dann kannst du mit der einen Hälfte kannst du so Platten abschieben und mit dem anderen kannst du Hebelwirkung machen, um die rauszumachen. Ich krieg so viel Shorts-Content über Lego-Sachen, obwohl ich überhaupt kein Lego besitze. Also die anderen Teile sind einfach Extra-Teile, aber was ist das? Ich habe einen Teil und ich weiß nicht, wo es hingehört. Die anderen sind einfach... Ich dachte, wir kommentieren, dass ich habe einen Teil und ich weiß nicht, wo es hingehört. Ich beim ersten Mal nicht wusste, wohin. Ich wusste, wie Sex geht. Ja. Extra-Teile. Das ist ein Teil drin. Habe ich die ganze Zeit jetzt mein Messer genutzt, obwohl ich einen Teil drin hatte? Sie verabschiedet sich auch. Katja ist so krass, was Cosplays auch angeht. Katja hatte wie die Ursula-Cosplay an auf der Messe. Katja ist so krass und so eine Liebe. Katja ist echt toll. Schon. Und wie gesagt, schaut gerne bei Streamclips Germany überall, wo ihr ihn finden könnt, mal vorbei. Guckt euch mal ihre Tattoos an, wie krass die sind. Ich frage mich, war sie so, ich mache hier hahaha hin vom Joker. Und dann war sie so, nee, weißt du, mach hier auch nochmal hin. Und da sind ja auch Jokers. Oh, sie mag schon den Joker. Sind das Klebetattoos oder hat sie wirklich Joker-Tattoos? Das war sie. Ein cooler Dude, ich kenne ihn. Katja ist so cool. Katja ist so fucking cool. Persönlich, nice. Der hängt da hinten auch an meiner Wand. In Fotoform. Ich habe ein Foto mit ihm an der Wand. Nein. Moment. Katja ist toll. Ja, Leute, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Lass ganz, ganz liebe Worte für den Herrn Clippy dort. Dafür, dass er uns immer diese tollen Streamclips macht. Sehr schöne Folge. Ich mochte den Clip, der von mir drin war.